Hallöchen Leute, da sind wir wieder mit Pflanzen gegen Zombies. Ich habe diesmal ein anderes Mikro dran, weil ich den Stefan neben mir sitzen habe. Ja, wir wollten eigentlich ein bisschen zusammen zocken, aber irgendwie erkennen die ganzen Scheiß-Simulatoren Stefans Gamepad nicht. Deshalb haben wir uns jetzt dazu entschlossen, einfach eine Runde Pflanzen gegen Zombies zu machen. Und ich muss erstmal hier umstellen. Ich habe mal wieder gesuchtet privat. Dass man so umstellt auf meinen Spielstand. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir waren. Steht doch da, 4-7. Ja, ich weiß noch nicht mehr, welches Level das war. Das dürfte irgendwas mit Nebel gewesen sein. Mit Nebel. Oh, erstmal richtig hinsetzen hier. Also ich hoffe, man versteht mich. Oh, was ist denn hier los? Hab ich... Ach, du hast einfach mal zwischendrin aufgehört. Ah, was war denn da? Ich hab's schon wieder vergessen. Nebel und voller Action, so wie es aussieht. Ah, ich weiß, was es war. Ich hatte eine bestimmte Pflanze vergessen. So. Dich brauche ich. Die Akropflanze möchte ich haben. Dich brauche ich auf jeden Fall. Dann nehmen wir dich noch mit. Dich will ich auch haben. Und was. Na. Seerosenblätter. Jetzt kann ich gar nicht die Dingspilze einsetzen, die Meerespilze im Moment. Wir hauen dich raus und nehmen dafür dich. So, Dingszombies sind ja nicht dabei. Dingszombie? hier mit Fliegengitter. Die Dreckviecher. Ja. Komm, wir versuchen es jetzt einfach so. Ach, danke. Also ich hoffe wirklich, dass ihr uns relativ gut versteht, weil ich kann ja, wenn Stefan neben mir sitzt, nicht mein Headset benutzen. Deshalb muss ich mein übliches Standmikrofon benutzen. Ich hoffe auch, dass es kein Feedback gibt mit der Gaming-Musik. Wird schon. Ja, ich hoffe. Positiv denken. Ich hoffe. Die Anfänge, die sind immer so langweilig. Ja, sind ein bisschen langweilig, aber was wir machen. So. Das sind die Pilze dann doch ganz angenehm und mir fällt gerade auf, wir haben gar nichts, um den Nebel wegzumachen. Ja, ich glaube, da müssen wir es mit müssen wir jetzt leben. Ihr müsst wissen, ich bin heute sowieso nicht so mental gut drauf. Ich bin ganz froh, dass Stefan bei mir ist. Der aber auch nicht so mental gut drauf ist. Ja, der ist auch nicht so mental gut drauf. Und wir wollten eigentlich aufnehmen beide, aber dann hat mich zumindest eine richtig beschissene Nachricht ereilt. Und ja, jetzt machen wir sehr viel weniger als geplant eigentlich. Auch durch den Fehl mit dem Gamepad. Die Nullpilze da ganz rechts. Und da unten. Ach da, ja, danke. Und... Ja, wir haben uns dann aber gesagt, wir nehmen trotzdem auf, weil es lenkt uns ab. Und ich bin auch ganz froh, dass ich immer wieder die Option habe, einfach mal ein bisschen zu Let's Playen, weil Let's Playen wirkt wirklich Wunder. Also man denkt dann überhaupt nicht mehr an die Sache, solange wie die Aufnahme läuft. Also wenn man drüber erzählt. Leider. Ja, das stimmt. Aber naja, was will man machen? So, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss mir euch, genau. 125, das ist an die Kacke, ey. Und mir fällt gerade auf, ich müsste auch mal irgendwie beim Wasser, ne? Keine Wasserpflanzen dabei. Ja, pflanz mal einfach hier so ein paar Pilze. Wir improvisieren ein bisschen. Die helfen aber auch nicht gegen die dreckigen Taucher. Ja, aber... Ach, wir packen das schon. Waren überhaupt Taucher dabei? Nee, waren gar nicht dabei. Nee, stimmt. Das waren nur diese komischen Zombies mit den Quietsche-Entchen dabei. Mit ihren tollen Schwimmreifen da. Ach Mensch, Stefan, hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätten wir vielleicht ein Let's Play Together anfangen können, Mensch. Scheiße. Ich
habe immer noch ein SMW-Hack auf dem Rechner rumkolon. Ach, noch ein Hack? Oh, den wollte ich eigentlich mit Dennis zocken, nur dann ist irgendwie alles doch ein bisschen anders gekommen als erst geplant. Ach, der hat gar kein Geld fallen lassen. Ich dachte jetzt, der hat Geld fallen lassen. Ich müsste mich erstmal in meine Projekte setzen, aber ohne den Rechner wird das erstmal nichts. Ja, wie war, wie war? Das dumme Programm mit dem Körper kackt rum, das. Ach, Speicherplatz habe ich kaum. Langsam ist mein Netbook. Ach, hör mir auf. Alles kack. Na komm, Pustepilz, machen kalt. Na, die sind gar nicht so schlecht. So, da hab ich jetzt. Jetzt brauche ich mir noch ein paar von euch. Von eurer Sorte. Die kommen ganz gut an gegen die. Ich zähle da privat, wenn ich privat zocke, immer gern mit, wie viele die ungefähr. Also wie viele Angriffe die brauchen, bis der Zombie zerfällt. 10, soweit ich weiß. Viele zwei Zombie-Wellen müssen wir überstehen. Mhm. Bei der nächsten Runde müssen wir unbedingt hier irgendwas wegen den scheiß Nebel machen. Ja, die Laternen müssen wir mitnehmen. Ja, eben. Ich finde es auch ganz toll, dass ihr so aktiv bei diesem Let's Play dabei seid. Also das hat... Ja, der schon wieder. Also es hat mit die meisten Aufrufe, also mit das Erfolgreichste. Und es wird auch immer fleißig kommentiert und alles. Das finde ich richtig geil. Das, ja, das Pflanzen gegen Zombies, das ist halt auch nicht nur privat ein Suchtspiel, das ist auch in Form eines Let's Plays das totale Suchtspiel. Und der hat mir jetzt im Ernst alle Pflanzen weggebockt. Der Perner hat zwei Pussypilze, hat er dir getötet. Dem Schwein. Bin ich ja ganz froh, dass die kostenlos sind. Okay, da bin ich auch mal froh drüber. Zwei Sonnen für den Ben. So, eine Sonne noch, wie jetzt. Und damit steht erstmal die Verteidigung mehr oder weniger. Ich glaube, die alte Walnuss mach ich gleich mal weg. Mach dir noch ein paar Seerosenblätter hin und pack da noch zwei Boosterpilze drauf. Ja, das wollte ich jetzt auch tun. Ich mache jetzt folgendes. Sobald er weg ist, jetzt ist er weg. Wieder so ein Ding hin, genauso machst du auch immer Sinn. Ah, ich hätte einen Blumensack mitnehmen können, Mensch. Das wäre auch die Verteidigung gewesen. Scheiße. Komm, Boosterbild. Jawohl. Jetzt noch den nächsten, den packst du auf. Jawohl. Ah, Wasser ist so richtig schön beschissen. Oh ja, Wasser ist... Ich nehme mal gerne die Wasserpflanzen mit, die da immer einen verschlingen. Da warte ich dann immer ab, bis die mir zu nah sind. Und dann setze ich einfach einen auf das Feld, wo der Zombie gerade ist. Und zack, ist er weg. Naja, Stefan ist auch ein Suchti. No. Die Pflanzen, den Plumpsack und noch irgendwas nehme ich gerne zur Verteidigung. Zur spontanen Verteidigung. Spontane Verteidigung? Ja, wenn ich es mal brauche, wenn da mir zu viele kommen oder meine Abwehr gerade nachlässt. Oh. Ist immer wieder schön, wie man sich mit Let's Plays ablenken kann. Ich hoffe, Let's Plays wird es noch eine Weile geben, nicht dass Akta uns dann hier alles zunichte macht. Fuck you, Akta, fuck you, ich mein's ernst, fuck you. Obwohl das ja alles nicht ganz so einfach geht, weil da müsste Deutschland erstmal seine ganzen Gesetze umändern, aber... Die müssten die Urheberrechte bzw. die Gesetze dazu erstmal ins digitale Zeitalter anpassen. Ja, das auch, aber ich denke mal, da würde Deutschland auch nur mitmachen beim Ändern der Gesetze, nur um das ACTA
mag die komischen Maulwurf-Zombies nicht. Ja, was für die Pflanze. Also hier wirkt es gerade Wunder, dass hier vorne die Dingen sind. Die großen Dinger vorher. Ja. Die großen Dinger, seitdem ich die habe, hier die Kartoffelmauern, nenne ich sie jetzt mal. Hochwalnuss ist das. Hochwalnuss, gut. Die Hochwalnüsse da habe, benutze ich die auch ziemlich gerne, da die auch wirklich viel, viel abhalten. Na, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich... Hustepilz weg, Agroplant hin. Genau, Agropflanze. Weil das ist ja einer mit einem Eimer und noch einer mit einem Hütchen. Ja, an denen halten wir uns gerade ungemein auf. Ja. Das sind die letzten. Ja. Das sind die. Hält mir gerade so auf. Na komm. Oh, ein Kürbis. Der Kürbis. Nochmal eine Verteidigung für unsere Pflanzen. Noch eine. Ja, yeah. Kürbis beschützt Pflanzen mit seiner Schale. Ach, das ist ja cool. Ne? Benutze ich sehr gerne für die Hochwalnüsse. Ah, genau, noch ein Schutz. noch. ich möchte mal was schauen, laden. Oh, 20.000. Pack dir so eine Hake ein, die ist nie verkehrt, die hole ich mir auch immer. Die kostet nur 200 und das hast du schnell wieder drin. Greif zu, ich bin irre. Nee, gut, und warum gebe ich dir das Zeug? Weil ich der Bot bin. Genau. Ah, das ist ganz gut für die Laternen, dieser Kürbis. So, ich muss erst mal gucken hier. Also, wir brauchen auf jeden Fall die Sonnenblume, dann brauchen wir das Upgrade für die Sonnenblume. Da springt ja einer mit dem Pogo-Stock rum. Ja, ja. Euch brauche ich. Ich brauche euch auch, wegen dem Pogo-Zombie da. Der kann da nämlich dann nicht mehr drüber springen. Wie der, ja. Der überspringt Pflanzen, ja. Wie die mit den Delfinen, Pflanze, die anderen da. Das will ich haben. Oh, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch... Nee, der ist nicht dabei. Gut, dann nehmen wir nämlich die Agropflanze und hier die Zuckererbse. Hagelzuckererbse. So rum war's. Ah, scheiße. Jetzt haben wir keine Wasserpflanzen. Ja, Ben, die braucht man nicht. Die braucht man nicht. Wir scheiße. Haben keinen Pool im Garten. Fuck. Okay, weg. Dann nehme ich dich. Bei wen lasse ich raus? Ich lasse dich raus. Nimm dafür den Blumensack mit. Weil vor so eine Laterne können wir auch so eine Hochwaldus stellen. Das stimmt. Macht keinen Unterschied. Los geht's. Auf die Plätze, fertig. Pflanzen! Nein, es ist nicht asynchron. Stefan ist nur einfach ein bisschen langsam. Falls man das jetzt Brains. Ben. Brains. Ich bin auch unter die Zombies gegangen. Wusstest du das schon? Nee. Ich esse gern Let's Player. Hm. Diesen Let's Play Final Fantasy, den habe ich schon. Der hat gut geschmeckt. Ah, göttlich war er. Wobei seine Art zu kommentieren ziemlich zäh war. Ziemlich zäh. So. Pustepilze vorher. Ja, gerade bei Nachtleveln. Ja. Na gut, am Tag. Nur bei Nachtleveln. Ja gut, das funktioniert am Tag gar nicht. Aber du kriegst später dann so eine komische Erbse, so eine Kaffeeerbse. Damit kannst du sie dann aufwecken. Geil. Aber ich spoiler schon wieder viel zu viel. Für die Leute, die es jetzt überhaupt gar nicht kennen. Böses Ben. Ja, sowieso. Immer. Für mich hast du gespoilert, privat bin ich nicht mehr so weit. Geh mit meiner Laterne.
So. Den, dann dich dahin und du kommst dahin und dann sind wir cool. Yo, Bro. Yo, Bro. Oh, no, yo. No. For sure, Bro. Hui, Licht. Nein. Nein. So schnell geht das nicht. Mach doch so eine Sonnenblume schnell weg und pack so einen Boosterpilz hin. Musste leider machen. Nur so hältst du ihn auf. Ah, Scheiße, wollte ich eigentlich für was anderes aufheben jetzt, ne? Ah, und deine Laterne. Oh, fuck. Ja, eben. Oder willst du einen Blumensack benutzen? Ach, scheiß auf die Laterne. Gut, den Blumensack hätte ich jetzt auch nutzen können, das stimmt. Mein Licht geht aus, der Zombie geht nach Haus. Rappamir, rappamir, bum, bum, bum. No? Genau so. Jetzt aber. So. Akkuflanze kostet. Boosterpilz. Damit's auch gut aussieht. Unten kommen, glaube ich, gerade welche. Ich glaube, ich habe da welche gesehen. So, ein bisschen aufhalten. Noch ein paar Pustepilze hinsetzen. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist schon ein bisschen angezogen. Aber nur ein bisschen. Ja, ja. Also nur nichts Gravierendes. Aber ich denke, das packen wir auch wenn jetzt eine übelste Zombie-Welle kommt. Und wir nur Pustepilze auf dem Feld haben. Ja, so gut wie, ne? Das ist schon ein bisschen knapp, ne? Ja. Hättest du doch mal eine Kirschbombe mitgenommen, die hätte dir jetzt sehr geholfen. Genau wieder an derselben Stelle, das ist unglaublich. Die Penner. Das ist unglaublich. Bada bam. Du hättest den Blumensack eigentlich auch hinter den schlängen können. Hättest du die Sonnenblume nicht wegmachen müssen. Nun ist zu spät. Ach, das habe ich wieder geschafft nach den drei sind es. Drei Stück, nicht schlecht, Herr Specht. Dann packt einfach noch einen Seerosenblatt und noch so ein Boosterpilz hin. Da greifen gleich Dreier an und damit ist ja die Sache gegessen. Los, funktioniert! Klick, 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 klick. Und weg damit. Oh, den Magneten. Sehr schön, das Ding. Magnetpilz entfernt Helme und andere metallische Objekte von Zombies. Klingt ja praktisch. Ja, die Luftballons, fuck. Auf jeden Fall. Top. So was auch immer eine Aufnahme ist. Das ist ja unglaublich. Wir haben gerade überlegt, wenn wir jetzt ruhig sind, können wir zusammen schneiden. Ach nee, komm, lass. Nee. Jetzt kommt auch noch der Hund an. Guten Tag, Hund. heute geht echt alles schief. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich einfach nur heute. Nach heute. Oh, ich bin froh, dass der Tag vorbei ist. Ja, ja, Hund. Mich erst anbellen und jetzt. Das ist unglaublich. So.